Moin Leute, ich habe ja letzte Woche schon mal ein Video zu meinem neuen Projekt hochgeladen, in dem ich euch über die Komponenten berichtet habe, für die ich mich für mein neues Projekt entschieden habe. Und diese Komponenten, die habe ich nun besorgt und die sind angekommen jetzt und das möchte ich euch jetzt alles mal vorstellen. Als Gehäuse habe ich mich dann jetzt für das LC Power Micro ATX Case 2004 MB entschieden. Ach ja, worum geht's eigentlich? Es geht um eine eigene NAS. Ja, um so ein Network Attached Storage, wo man vor allem auch Datensicherung und so weiter drauf speichern soll. Also das ist vor allem für Datensicherung gedacht. Und natürlich auch für ein paar andere Dinge. Ich habe zwar schon des Längeren eine 1 Terabyte USB-Festplatte an meiner Fritzbox angeschlossen, aber das reicht mir auch nicht mehr. Und die ist doch schon recht voll. Also ja, da kann ich natürlich auch nicht so viel speichern, weil es nur 1 Terabyte. Und die Geschwindigkeit ist nicht so gut. Deshalb möchte ich mir jetzt eine NAS zusammenbauen. Vor allem auch für eine höhere Geschwindigkeit und für eine deutlich höhere Speicherkapazität und auch Sicherheit. Das ist also hier dieses Gehäuse, wo ich das alles einbauen möchte und unter den Schreibtisch stellen möchte. Das ist halt dieses LC Power Case. Naja, nichts Besonderes. Das ist auch nur bis Micro ATX Mainboards geeignet. Standard ATX Mainboards passen schon nicht mehr rein. Der Clou ist bei diesem Gehäuse, es ist relativ günstig. Also es ist ziemlich günstig mit gerade mal so 24 Euro. Dafür darf man natürlich auch keine hohe Qualität erwarten. Das ist ja selbsterklärend. Und das kleine Highlight dieses Case ist, es bietet auch schon USB 3.0 an der Front. Insgesamt 4 USB-Buchsen, ne? Und man kann auch Gehäuselüfter verbauen. In der Front einen 120 mm Lüfter, im Heck einen 92 mm Lüfter. Und es passen auch relativ viele Laufwerke rein. Es passen zwei 5¼ Zoll Laufwerke rein, wie zum Beispiel ein DVD-Brenner. Man kann auch ein externes 3,5 Zoll Laufwerk installieren, wie zum Beispiel ein Speicherkartenlesegerät. Und intern passen 2 3,5 Zoll Festplatten rein, sowie 3 zusätzliche 2,5 Zoll Laufwerke. Soviel also hier schon mal zum Gehäuse. Das hat natürlich auch keine Dämmung, keine Staubfilter. Da muss man sich noch was einfallen lassen. Aber dafür war es ziemlich günstig. Und für die Sachen, die ich da einbauen möchte, muss es kein hochwertiges Gehäuse sein. Gut, für meinen Ryzen PC habe ich mich für ein hochwertiges Gehäuse entschieden, nämlich für das Be Quiet PureBase 600 in der Window-Version. Ein günstiges Gehäuse, das würde der Hardware nicht gerecht werden. Deshalb musste ich da ein gutes Gehäuse nehmen. Ja, bevor ich dann auf das Wichtigste einer NAS eingehe, nämlich die Festplatten, möchte ich euch jetzt erst einmal das Netzteil zeigen. Und zwar muss das Ganze auch mit Strom versorgt werden. In dieses Gehäuse passt ein Standard-ATX-Netzteil rein. Dementsprechend habe ich mich auch für ein Standard-ATX-Netzteil entschieden. Und zwar, da habe ich diesmal nicht gespart. Und zwar habe ich mich für ein hochwertiges Netzteil von Be Quiet entschieden. Und zwar den Pure Power 10 mit 300 Watt. Mehr als 300 Watt sind auch gar nicht erforderlich für die ganzen Komponenten. Das sind dann nur ein kleines Mini-ITX-Mainboard letztendlich, 2 3,5 Zoll Festplatten, 2 2,5 Zoll Festplatten und noch eine kleine SSD. Aber das war's dann an für sich auch. Keine High-End-Grafikkarte muss versorgt werden. Das wäre auch ein bisschen dumm. Damit soll ja sowieso nicht gespielt werden, deshalb macht eine High-End-Grafikkarte auch gar keinen Sinn. Ja, das ist also hier das Be Quiet Pure Power 10 mit 300 Watt, das hat mir etwa 40 Euro gekostet und man sagt, dass dieses Netzteil auch sehr zuverlässig sein soll und auch einen sehr, sehr leisen Lüfter haben soll. Naja, es ist jetzt nicht ganz so effizient, aber immerhin 80 plus Bronze zertifiziert. Ja, und aus diesen Gründen habe ich mich halt für dieses Netzteil entschieden, weil es auch einen sehr leisen Lüfter haben soll und auch sehr zuverlässig sein soll.
Und die Quiet Nets Teile, gerade auch diese Pure Power 10 Reihe, da kann man eigentlich nicht mit viel falsch machen. Ne? Ist halt gute Markenqualität. Ja, soviel also zum Netzteil. Komme ich nun, bevor ich auf die Festplatten zu sprechen komme, erst einmal auf die Gehäusebelüftung. Ja, dem System möchte ich nicht sein eigenes Schicksal überlassen. Es sollte doch etwas gekühlt werden. Da habe ich mich auch für Be Quiet Lüfter entschieden, und zwar die Shadowings. Einmal ein 120er für die Front und einmal ein 92er Lüfter für das Heck. Ich kann ja mal einen öffnen, dann gucken wir mal, wie der aussieht. Ich weiß das selber noch nicht. Mal sehen. Oh, okay, da ist nichts mehr drin. So sieht das also aus. Auch ein ziemlich hochwertig anmutender Lüfter hier. Und das Besondere der Shadowrings ist, dass die entkoppelt sind. Das hier sind solche Gummiteile, sodass der Lüfter, ich lasse es jetzt hier in diesem Karton, sodass der Lüfter keine Vibration an das Gehäuse übertragen kann oder so gut wie keine Vibration. So, und das reduziert natürlich die Geräuschentwicklung. Wenn ich mich für die normalen, wie heißen sie? Es gibt, glaube ich, auch noch die Silent Rings, die Shadow Rings und dann gibt es auch noch eine andere Lüfterserie. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die habe ich in meinem Haupt-PC verbaut, die habe ich aber mit so Gummielementen entkoppelt. Die sind nämlich nicht standardmäßig entkoppelt. Wie heißen die denn noch? Die Pure Rings sind das, glaube ich, genau. Die sind standardmäßig nicht entkoppelt. Deshalb. Na gut, dieser 120 mm Lüfter dürfte so mit 800 RPM drehen. Müsste auch hinten drauf stehen. Ja, 800 RPM, das steht hier. Der kann mit 5 bis 12 Volt betrieben werden. Hat auch nur einen 3-Pin-Anschluss. Und der hier, der dreht mit standardmäßig 1800 RPM. Aber man kann die ja auch noch drosseln. Per Adapter, per Mainboard, wie auch immer. Das ist ja alles kein Problem heutzutage mehr. Gut, jetzt aber zu den beiden NAS-Festplatten. Ja, es sind tatsächlich NAS-Festplatten. Ursprünglich habe ich ja Festplatten von Seagate vorgesehen. Und zwar auch die Iron Wolf hatte ich in Erwägung gezogen. Das ist ja auch eine spezielle NAS-Festplatte von Seagate. Aber als ich die Komponenten für meine NAS bestellt habe, war die Iron Wolf zu dem Zeitpunkt leider wieder teurer geworden. Aber dafür wurde eine andere NAS-Festplatte günstiger. Ja, und zwar verbaue ich diese hier in meine NAS. Die Western Digital Red mit 4 TB und nicht nur eine, sondern gleich zwei. Die werde ich im RAID 0 Verbund betreiben. Nicht RAID 0, Verzeihung, sondern im RAID 1 Verbund, sodass der Festplatteninhalt gespiegelt wird. Das heißt, wenn mir diese linke hier mal ausfallen sollte, dann sind die Daten auf der rechten Platte noch drauf. Das zeichnet ja auch eine NAS aus, ne? Ja, das ist also hier Western Digitals Red Festplatte. Das ist so eine spezielle NAS-Festplatte und ich habe gelesen, die sollen sehr zuverlässig sein und auch mit häufigen Start-Stopp-Zyklen zurechtkommen. Besser sogar noch als normale klassische Desktop-Festplatten. Und zwar haben die Eigenart, dass die langsamer anlaufen als normale Desktop-Festplatten. Weil die hier, die sind auf Langlebigkeit hingetrimmt. Normale Desktop-Festplatten hingegen sind auf Performance getrimmt. Das heißt, die laufen schneller an, damit sie schneller auf Touren kommen. Bei den NAS-Festplatten ist das nicht der Fall. Die laufen langsamer an, damit sie länger leben. Und diese NAS-Festplatte, man könnte meinen, sie hat einen SCSI-Anschluss bzw. SAS-Anschluss, aber nein, sie hat einen klassischen SATA 6-Gigabit-Anschluss. Ja, also von daher habe ich dadurch keine Nachteile, sondern eigentlich nur Vorteile. Gut, jetzt fragt ihr euch, wie teuer waren die denn? Moment, ich muss mal kurz in der Rechnung schauen, dann kann ich es euch ganz genau sagen. Genau, und zwar haben die das Stück 107,65 € gekostet zum Kaufzeitpunkt. Von daher kann man eigentlich nicht meckern.
Die günstigste 3,5 Zoll Festplatte mit 4 Terabyte war so für etwas über 94 Euro gelistet. Ja, aber die 12, 13 Euro mehr, die sind, denke ich mal, dann auch gerechtfertigt. Okay, so viel zu den Festplatten. Das sind sie also. Das ist aber nicht alles, sondern ich habe noch ein bisschen mehr bestellt. Unter anderem auch noch diese Controllerkarte für einen PCI Express Erweiterungsslot. Diese Controllerkarte stellt zwei weitere SATA-Anschlüsse bereit, und zwar zwei interne SATA 3 Gigabit Anschlüsse. Und zwar hat mein Mainboard zu wenige SATA-Anschlüsse. Ja, deshalb habe ich mir die hier noch zusätzlich gekauft für etwas über 14 Euro. Das geht aber noch. Ja, weil ich noch was vorhabe, beziehungsweise noch ein paar Platten übrig habe, die ich noch zusätzlich einbauen kann. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und diese Controllerkarte hier, die kann auch RAID. RAID 0, 1, 5 und 10. Wobei ich dann auch wieder auf RAID 1 setzen werde. Und diese Controllerkarte ist nicht nur mit dem Windows-Betriebssystem, sondern auch mit Linux Kernel 2.6 kompatibel. Ich weiß immer noch nicht genau, auf welches Betriebssystem ich dann setzen möchte. Vielleicht auch FreeNAS, muss ich mal gucken. Da gibt es ja so viel Auswahl, da gibt es auch NAS for Free. Die basieren mit Sicherheit auf Linux und dann dürfte auch diese Controllerkarte dann funktionieren. Muss ich aber nochmal gucken. Das ist aber immer noch nicht alles. Und zwar, ich konnte nicht anders und musste noch RAM-Module kaufen. Und zwar aus Crucials Ballistics Sportreihe. Ja, ich öffne mal eine Verpackung, damit ihr das besser seht. Ja, die waren auch schon mal geöffnet gewesen. Das ist offensichtlich nicht eine originale Verpackung hier. Also die originale Verpackung scheint das nicht mal zu sein. Aber bei dem Preis, da hättet ihr auch zugeschlagen. Und ich habe ja noch ein anderes Projekt geplant. Und zwar, sobald verfügbar, möchte ich auf Raven Ridge aufrüsten. Und zwar meinen Mini-PC. Ich hole den mal erstmal hier vorsichtig aus der Verpackung. Der will gerade nicht. Der will irgendwie nicht. Ich will den auch nicht kaputt machen. Ah, wie geht der hier raus? Ja, jetzt habe ich ihn. Ich bin geerdet. Und zwar ist das Crucials Ballistics Sport RAM im SODIMM-Format. Für Laptops üblicherweise. Und zwar ausgestattet mit Micron-Speicherchips. Das hier ist übrigens Ryzens Lieblings-RAM. Den kann man richtig gut übertakten. Und der läuft echt gut mit Ryzen zusammen. Deshalb bin ich auch froh, dass ich wieder hier die Crucial Ballistics Sport Serie bekommen habe. Ich glaube, das ist nur ein Aufkleber hier. Nichts Besonderes. Ja, das ist gar kein Kühlkörper, wie es aussieht. Nee. Von daher, ja. Die Desktop Kits, die haben ja noch einen echten Kühlkörper, aber das hier ist nur so Kunststoff, so ein Aufkleber. Ja, und zwar sind es gleich 8 GB Riegel. Und nicht nur einer, sondern gleich zwei. Für insgesamt 16 GB Speicherkapazität. Ja, das hier ist natürlich der DDR4 Standard mit 2666 MHz zertifiziert. Soweit ich das gelesen habe, sollen die aber nur über einen Single-Ranked-Aufbau verfügen. Wobei natürlich Dual-Ranked besser gewesen wäre. Aber jetzt verrate ich euch, wie viel ich für die Riegel lediglich bezahlt habe. Und bedenkt bitte die heutigen RAM-Preise. Ja, ich habe lediglich für ein Riegel mit 8 GB 59 Euro bezahlt. 59 Euro. Zusammen haben die dann also 118 Euro gekostet. Also wirklich jetzt, das ist kein Witz. Bei dem Preis hättet ihr auch nicht anders gekonnt. Und ich plane ja mein Mini-PC mit dem Asrock Q1900 ITX Mainboard auf Raven Ridge aufzurüsten.
Und zwar möchte ich da ganz gerne so eine kleine Mobile Ravenwatch APU mit 15 Watt verbauen. Naja, das ist so eine Laptop-CPU bzw. APU, muss man korrekterweise sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es die auch auf Mini-RTX-Platinen zu haben gibt. Die sind noch nicht draußen, aber ja, ich habe jetzt schon mal den RAM dafür, weil der gerade extrem günstig war. Und falls es doch nicht solche Ravenwatch Mini-RTX Mainboards zu kaufen gibt, kann ich den RAM immer noch profitbringend wieder verkaufen. Deshalb, da habe ich also keinen Verlust mitgemacht, ne? Ja, also das war wirklich ein sensationeller Preis bei der aktuellen Preissituation für Arbeitsspeicher. Ja, da hätte jeder zugeschlagen, der das Geld hat. Ja, die Verpackung, wie es aussieht, ja, die war mal für ein anderes Speicherkit vorgesehen. Und hier ist ja auch irgendwas abgeschliffen worden, ne? Ja, gut, aber Hauptsache der RAM funktioniert und jetzt habe ich auch 16 GB. Für eine Ravenwatch APU kommt das natürlich dann zugute. Weil sonst hätte ich wegen der aktuellen Preissituation nur einen 8 GB Riegel oder einen 8 GB Kit kaufen können. Aber jetzt, ne, zu dem Preis konnte ich einfach nicht anders. Jetzt kosten die auch wieder über 80 Euro, so 82 Euro. Deshalb, da muss ich einfach handeln. Ja, so viel dazu. Das ist also hier der RAM für Ravenwatch. Zeige ich mal, welches System ich da jetzt einbauen möchte in das LC Power Gehäuse. Und zwar erstmal vorübergehend, wohlgemerkt. Vorübergehend. Bis Ravenwatch auf Mini-ITX-Platinen dann draußen sind. Ja, und zwar werde ich jetzt erst einmal auf dieses Mainboard hier setzen. Das ist etwas älterer Generation. Ja, und zwar ist das hier ein 1155 Mainboard mit Intels H61 Express PCH. Ja, gut, nichts Besonderes, aber für eine NAS braucht man auch nichts Besonderes. Auch dieses Mainboard hat nur 4 SATA-Anschlüsse. Aber die dürfte man auch im RAID-Verbund betreiben können. Insgesamt sind hier 8 GB DDR3 RAM installiert, 1333 MHz. Und als Prozessor ist hier noch der Core i5 2400 verbaut im Sockel. Aber da möchte ich auf eine andere, energieeffizientere CPU setzen. Weil für eine NAS braucht man ja nicht die Leistung eines Core i5 2400. Stattdessen werde ich auf diese CPU setzen. Die ist nämlich energieeffizienter, weil es auch nur ein Core i3 ist. Aber nicht aus der Sandy Bridge Generation, die haben nämlich 65 Watt, sondern aus der Ivy Bridge Serie, ein Core i3 3220, mit, ich meine, lediglich 55 Watt. Ja, den müsste man an für sich auch köpfen, weil Intel dort relativ schlechte Wärmeleitpaste zwischen Die und Headsprotter geschmiert hat. Aber naja, so schlimm kann es bei dem Kollegen hier noch nicht werden. Oh, das hätte nicht passieren dürfen. So, dann baue ich den hier mal ein. So. Auch auf den Mainboards mit 6er PCH sollte Ivy Bridge laufen. Ich nehme mal den RAM vorsichtshalber raus für die Kühlermontage. Das mache ich jetzt schon mal fertig. So. Also, ja gut, zwei unterschiedliche RAM-Riegel, aber das geht noch. Gut. Ja, ich könnte natürlich jetzt auf Intels Boxkühler setzen. Bei lediglich 55 Watt ist das überhaupt kein Problem. Aber der ist mir doch etwas laut, deshalb verwende ich einen anderen Kühler, und zwar den Skite Shuriken. Und wenn man sich mal den Aufbau anschaut, mit Heatpipes und so weiter und größerem Lüfter, dürfte man schon erahnen können, dass der wohl mehr Kühlpotenzial bietet als so ein kleiner Intel Boxkühler. Ich halte die nochmal hier nebeneinander. Deshalb, gut, mache ich jetzt erstmal fertig.
gut, jetzt ist der SkyShow montiert. Ich habe das noch mal ein bisschen besser hier zusammengebunden, das Kabel. Naja, das war ehrlich gesagt eine Fummelarbeit, das hier richtig zu montieren mit den Pushpins. Wobei mir die Pushpins hier so eines Intelbox-Lüfters, Kühlers besser gefallen. Aber jetzt ist er ja montiert, ne? So laut dürfte er dann auch nicht sein. Der kann ja auch hier per PWM vom Mainboard geregelt werden. Ja, und ich habe auch kontrolliert, dass alle Stifte hier auch einwandfrei zu sehen sind. Also die sind alle richtig durchgesteckt. Der ist also auch hier arretiert. Jetzt noch eine Kleinigkeit hier zum SATA-Controller. Auch das ASRock Q1100 ITX Mini ITX Mainboard, welches ich für meine NAS ursprünglich vorgesehen habe. Das hier ist jetzt nur eine Übergangslösung, bis Ravenridge erhältlich ist. Dann werde ich das ASRock Q1100 ITX Mainboard nehmen, welches auch nur 4 SATA-Anschlüsse hat. Wobei nur ist gut, weil normalerweise bei solchen Systemen sind nur 2 SATA-Anschlüsse Standard. Also man kann schon von Glück sein, dass das Mainboard 4 Anschlüsse hat. Aber ja, jetzt zeige ich euch, weshalb ich noch eine zusätzliche Controllerkarte für noch mehr SATA-Anschlüsse gekauft habe. Denn ich habe auch noch solche Festplatten hier rumliegen. Das sind Notebook-Festplatten. Und zwar einmal von Samsung mit 250 GB. Und ein anderes Modell, aber auch mit der gleichen Speichermenge. Und zwar von Seagate mit 250 GB. Und die passen auch noch gerade so in das Gehäuse hinein. Und dann werde ich die einfach auch noch verbauen, im RAID 1 Verbund betreiben. Und dann habe ich auch noch mal zusätzlich 250 GB. Warum auch nicht, wenn man solche Festplatten ja noch übrig hat. Dann kann man die dafür ja noch ganz gut verwenden. Gut, die packe ich jetzt erstmal hier wieder rein. Okay, die Komponenten stelle ich euch in separaten Videos auch noch mal vor. Und zwar natürlich das Gehäuse an sich. Da gibt es noch ein Unboxing zu. Zum Netzteil gibt es noch ein separates Video zu. Zu diesem Controller habe ich gedacht, gibt es auch noch ein separates Video zu. Und vielleicht auch noch zu den Gehäuselüftern. Zum RAM wird es kein separates Video geben, weil ich noch gar kein Mainboard dafür habe. Aber bei meinem ASRock Q1100 ITX Mainboard ist es so, dass der auf diese SODIMM-Bänke setzt für RAM. Deshalb habe ich mich dann auch hier für solche Laptop-Riegel entschieden. Die werden ja normalerweise in Notebooks eingesetzt. Deshalb. Ja. Okay, das war's dann mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.